Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing. Ich habe das Foto gemacht. Toll. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. So, im letzten Part gab es ja viel, ich letztes Mal Feedback. Also der ein oder andere war noch nicht ganz so zufrieden, wie ich die Mies in meinem Let's Play verpackt habe. Und habe auch die Bitte bekommen, das Mii von Sophie zu entfernen und in Tomodots Live nochmal einzulesen, weil ich habe nämlich einen ziemlich dummen Fehler gemacht. Ich habe die Mies nämlich im Mii Maker eingelesen und dann reinkopiert. Ihr habt mir aber einfach so die Mies von Tomodots Live so gesickt, dass ich die nur noch einen fotografieren müsste und das mache ich auch. Dafür werde ich erstmal gewendet, das alte Mii von Sophie rauslöschen und dann das neue Mii reintun. Hab mir den QR-Code im Nebenfenster öffnen. So, jetzt gehe ich hier auf Löschen. Sophie wird gelöscht. Ja. Löschgebühr nehme ich hin. Sophie musste weg. Habe ich natürlich mit ihr auch abgesprochen, so nicht. Und jetzt tun wir die neue aufnehmen. Aber gehen wir das wieder ins Rathaus, gehen nämlich auf QR-Code und hier funktioniert das lieber. So, jetzt wird die Kamera gestartet. Seht ihr meinen tollen Schreibtisch, könnt ihr sehen. Hier seht ihr hier meinen tollen Schreibtisch. Immer noch meine Spiele hier unten drauflegen. Und ich wollte eigentlich zum Zweitbildschirm, weil da haben wir nämlich hier jetzt den Code. So, so schnell geht das. Und da haben wir die ja schon hier. Und die tun wir jetzt hier nicht dort hinzufügen. So, das speisen wir alles so wie es ist. Das wird so passen. Sophie, das Baum. Und die ist mich speisen. Also, bitte schon, Sophie. Aber ihr solltet das ja, wenn ihr in der Person dabei seid, natürlich auch wohlfühlen. Du hast jetzt der Charakter von Sophie. Offen, intuitiv, vital, impulsiv, begeisterungsfähig. Ah. Flirtgranate. Ah ja. Allerseits beliebter Typ, stets voller Energie und Enthusiasmus. Wird von allen bewundert, arbeitet dafür aber im Verborgenen sehr hart. Ja dann, Flirtkanatre, willkommen auf der Insel. So, stopp mal, wieso ist eigentlich wieder QR-Code suchen? Wir haben die doch schon angenommen, wir sind durch hier. Ihr könnt mir gerne noch Mies zuschicken, die ist in dem LP-Einbau. Ich glaube, ich habe keine neuen bekommen oder ich hau gerade nochmal. Nope. Ich habe blaues Video, also keinen neuen. Also könnt mir gerne eure Mies hochsecken. Dann schaue ich, dass ich die noch einbaue. Bis jetzt drin haben wir, wenn wir nochmal, dann doch nochmal ins Rad raus reinschauen, haben wir, drin Cookie, Gamercode, sehr gut. Also aus der Community Cookie, Kröte und Sophie. Das ist der aktuelle Stand. Wer noch rein will, kann die das halt reinkommen. So. Soweit. So gut. Let's go into the Rathaus. Hier in das. Ach, da ist sind alle das eingerichtet oder wie? Das ist aber interessant. Das haben wir noch gleich erstmal zu so viel rein. Also sorry, dass das bei dir Cookie mit der Krote falsch gemacht hat, falls beeinflusst und Problem dann sollte. Sagt Bescheid, dann würde es bei uns auch noch umändern, wenn ich würde es aber so lassen. So, was gibt's so viel? Was könnte ich nur sagen, wenn ich wenn du wütend bist. Also wenn du wütend bist, dann sagst du Scheiße. Nee, keine Ahnung. Also wenn ich wütend bin, dann sage ich immer so Scheiße oder sowas. Aber ich glaube, man muss ja kinderfreundlich sein. Also, wenn du wütend bist, sagst du einfach Mist. Das ist nämlich noch kinderfreundlich und ist nicht Scheiße. Oder so ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck. Das ist doch immer ganz gut. Wenn man irgendwas flucht oder so, sagt man doch immer so ein Dreck.
Das ist doch eine gute wussende Geste. Geben wir dir das mal. Du ein Dreck. Ganz genau. Jetzt bist du sauer. Nein, ich weiß, ich hab's probiert beim alten Account mit Zeiss und sowas, das ging nicht. Hieß immer, du wirst kinderfreundlich bleiben. Ich hab jetzt angefangen, selbst direkt für mich zu kochen. Tolle Leistung. Lel. So. Jetzt schauen wir doch mal, was die anderen so treiben. Kröte. Wie kann man dir helfen? Zeig dir mal rein. Guten Abend, Ebenbild von David. Guten Abend. Ich habe gehört, dass David mit mir befreundet sein will. Ah ja. Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Reden hilft in solchen Fällen immer. Ich finde das witzig. Also ich habe das, wie ich das mal vor ein paar Jahren gespielt habe, wirklich gespielt habe, so kurz nach Release. Ich hatte meine ganze Family, Freunde und den ganzen Saft drin in dem Spiel. Das war so witzig. Aber mal schauen. Ob ich mich hier in Tom und das Live jetzt mit Kröte anfreunde. Es ist gut gelaufen, ja, das ist doch schön zu hören. Wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Na dann. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Yay, jetzt gibt's ein Geschenk. Ist mein Mikrofon eigentlich an? Boah, RIP, wenn es, ey. Gut, ich starte gerade so heute. So, was haben wir denn hier? Hustensaft, ja danke, Hustensaft. Freuen wir uns. Kennt das, wenn euer Auge auf einmal anfängt zu jucken und ihr überhaupt keinen Plan habt, wieso? Boah. Wir auf der Insel stehen alle voll hinter dir. Ebenbild von David. Ja, ist normal, das ist drauf. Danke sehr dafür, das ist doch schön, dass ihr alle voll hinter mir steht. So, ich bringe es übrigens wieder jeden Tag, wirklich. Sorry, dass letzten Tag nichts kam, aber da hatte ich viel zu tun und sonst was. Ich probiere es jetzt wirklich ab, jetzt täglich zu bringen, weil nur so macht die sich Let's Play einen Sinn. Wenn euch quasi die reale Welt darstellt, sozusagen. Alles andere macht da keinen Sinn. Ich bin so hungrig. Du bist hungrig, dann gibt's was zum Essen. So. Wie gesagt, Leute, einfach. Euer Mii kann gerne noch hier rein. Ich tue gerne das hat Mies hinzufügen. Damit die Welt größer und größer wird. Und umso mehr Mies drin sind, umso lustiger wird der ganze Spaß da letztlich. Das ist ja klar. Oh, und was eröffnet hier gerade? Wir werden es jetzt hören. Eine Einmeldung. Einmeldung. Das Möbelhaus kam den Wünschen vieler Bewohner nach und feierte eine fulminante Eröffnung. Viele Bewohner finden es langweilig, jeden Tag in demselben alten Zimmer zubringen zu müssen. Okay. Diesen Bewohnern bietet das Möbelhaus eine große Auswahl an verschiedenen Inneneinrichtungen. Unseren Kunden wollen wir bei uns jede Art von Zimmergestaltung ermöglichen. Jeden Tag kommen neue Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Zuvor erworbene Einrichtungen bleiben ebenso erhalten. Danke fürs Zuschauen. Ah ja, dann schauen wir doch, nachdem wir die tägliche Visite bei unseren Mitgliedern gemacht haben, oder nach unseren Bewohnern gemacht haben, schauen wir doch gleich zum Möbelhaus hin. Schauen das mal an. Wie ganz wüsstest du, so ein Büro hast du. Den Eingang des Mii-Apartments kannst du das Büro der Verwaltung betreten. Das habe ich wirklich nie gewusst, das wäre auf alles. Ich habe das schon so oft gespielt, habe es aber noch nie mitbekommen. Was? Generelle Insel-Atmosphäre Stocksystern. Ich hoffe, das ändert es noch. Einmal gesamt 5, du hast ins Alter 9,5 Jahre, ah ja. Verhältnis 3:2, Probleme gelöst 9. Ist noch relativ mau, ist aber erst der dritte Part. Geh mal kurz Stock Sistern. Es gibt 0 verheiratete Paare, 0 Kinder, 0 auf Reisen geschickte Kinder. Ach, das ist die Adresse, okay. Geh mal kurz Simcase Atoll Quadrant. Ach, das ist. Ich glaube, die brauchen wir irgendwann nochmal. Ist interessant. So, Kröte will noch irgendwas. Deshalb ist mal das erste Kröte gehen, danach die anderen beiden noch hier abklappern. Also nach den anderen. Etwas spielen? Ebenbild von David. Du willst was spielen? Na dann. Spiel mal was. Aber noch seit dem Part. Snappen!
Fängst du das Item, bevor es auf dem Boden landet, darfst du es behalten. Fängst du es nicht, hast du es verloren. Oh Gott. Wie geht das? Es geht los. Schade. Hä? Nur noch einmal. Verstanden? Es geht los. Schade. Da fuck. Wieso? Ich hab doch dazu gehalten. Schade, schade. Hä? Machen wir demnächst nochmal. Ja. Ja, ja, und dann will ich der Mission das besser machen. Danke für Kosmetik-Tüßer. Warum immer. Ich verstehe es nicht, aber okay. So, Kröte rollt mal wieder auf dem Boden rum. Mach es auch jeden Tag zu Hause. Den ganzen Tag über roll ich auch so auf dem Boden rum. Ist total in. Ist total in. Da müssen wir jetzt hier so. Arbeitest nämlich mit Sound-Memes hier. So, sagen wir es mal aber zum Gamer rein, was der für Probleme hat. Guten Abend. Sieht mal wieder sehr top motiviert aus, wie immer. Ich wäre so gern mit Cookie befreundet. Ja dann, freuen Sie sich doch mit Cookie an. Ich sage ganz normal, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, verdammt. Egal. Ja, ich habe das nur neben offen, aber ich will das nicht so oft damit voll spammen. Weißt du am besten nicht mit, ja, du bist hier zuverlässig, das kommt immer gut. Danke für den Tipp. Weil Freundschaft muss, ihr müsst euch auf andere verlassen können. Also Freundschaft ist nur dann was wert, wenn wirklich ihr zuverlässig sein könnt, das ist immer so. Ja, es belehrst gerade über irgendwas. Alter, wer will mit dem befreundet sein? Mal, weißt du, so cremig wieder reinzaut hier, ist ja auch normal. Ihr geht zu Freunden oder hast du jemanden, mit dem ihr nur anfreunden wollt und es haut total cremig hier durch die Wäsche. Aber okay. Ich bin gespannt, wie es gelaufen ist. Das ist gut gelaufen. Na dann. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Bitte immer noch gern. Wenn man was helfen kann. Bitte sehr. Ein Plan. Saukel. Yay. Danke. Wir müssen schon was mit den Items überhaupt machen. Oh, und die öffnet das Huhn wieder was. Da sieht man ja mal, was hier alles abgeht. Allmeldung. Auch der Hutmacher wurde nun endlich auf dieser Insel eröffnet. Das geht ja rasend schnell. Krüte, sie ist die eine der ersten Kundinnen nach Eröffnung, sagte mit leuchtender Miene. Ich habe mich nie besonders für Hüte interessiert, aber als ich gesehen habe, wie gut mir die hier stehen. Nun ja. Ob ihr nun Hüte liebt oder nicht, schaut doch einfach mal beim Hutmacher rein und seht euch um. Es kommen jeden Tag neue Modelle rein. Verpasst also auf keinen Fall den letzten Schein. Danke fürs Zuschauen. Na dann, das sagen lassen wir uns nicht fünfmal sagen. Wenn wir auch rein sollen, aber sage ich erst im nächsten Part, vielleicht, ich weiß nicht. Mal sehen. So, wir machen Gamer, dann David und dann haben wir endlich die tägliche Visite abgeschlossen. Wird dann witzig, wenn wir wirklich so irgendwie das Hinmich mal drin haben. Also komm, was willst du spielen? Klopfringkampf. Lass deine Figur in einem spannenden Ringkampf antreten. Du gewinnst, wenn die gegnerische Figur zu Boden geht. Okay. Wie mache ich das jetzt? Komm schon. Klopfe einfach immer wieder das Tippen. Ach so. Ich habe selbst verstanden, wie es geht. Jetzt haben wir irgendwas mit der Faust hier machen, aber okay, okay. Machen wir demnächst nochmal. Bitte dumm, ich muss mich erstmal an die Spiele gewöhnen, die es hier gibt. Ist alles nicht so einfach. Den man überall hin mitnehmen kann. Danke, finde ich auch. Ich finde auch, dass man es überall mitnehmen kann. So klein und stabil, wie ich bin. Ah Gott, so. Jetzt schauen wir mal, was man Ebenbild noch von mir möchte. Den dürfen wir auch nicht auslassen hier. Danke. Jetzt ist der Schluck auf weg. Na dann. Ich habe Hunger. Ja, dann muss ich wohl was zum Essen kaufen, weil wir haben nichts mehr. Willkommen. Was haben wir denn heute hier? Aubergine-Auflauf. Dann nehmen wir von dir nochmal hier für alle Bewohner mal ein, die wir dann morgen nach und nach geben.
für jeden ein Weißbrot. Wirklich lang mal Hunger fürs Wissen, du hast. Vielen Dank. And that's all what we need. Right now. Aber wir geben ein Auberginenauflauf. Das ist ganz, ganz lecker. Das fand er es lecker. Das ist ja schön. Ich bin neu Level. Das ist ja hier aufregend. Und ich schenke ihn erstmal eine Einrüstung. Jawohl. Was haben wir denn alles? Standard, Familie, Pflanze, Naturholz, Kacheln, Hellgrün, Asien. Ich persönlich finde Standard, Familie fast am 6. Auch wenn ich keine Familie habe in dem Sinn. Skip ist mir mal Standardfamilie. Jetzt mal so für den Anfang. Damit ist der Erste, der jetzt hier mal eine neue Einrichtung hat. Yay. Yeah. Ja, Logo. Das ist cool. Ich kann es so messen, wenn es gerade erst rumdreht, kann ich es ansehen, als ob es wirklich ein Zimmer wäre. Und kann mich selbst sehen. Sehr cool. Da haben wir einen Fernseher. Sowas sollte man definitiv im Moment. Eine neue Einrichtung zu bekommen. Sowas sollte man definitiv im hier in dem Full Dings machen. So, jetzt seht ihr es richtig hier. Jetzt könnt ihr genießen, wie diese Wohnung aussieht. Da war ein Kühlschrank. Da kann man sitzen. Hier ist ein cooles Sofa mit einer Lampe. Hier ist eben die Tür mit meinem Ebenbild. Ja schon das Schauen, wenn man auf dem Sofa sitzt, so sitzt, kann man hier so einen Fernseher sehen. So sieht mein... Was ist das für ein Bild? The fuck? Aber okay. Ja moin, klein aber fein. Ich glaube jetzt mal ein bisschen genervt, weil wir jetzt stundenlang hier rumsauen, ne? Ja, belassen wir es mal bei dem mit dem Rumsehen. So, jetzt zählen wir das wieder um. Gut, dann haben wir uns genug umgeschaut. Ich werde friedlich damit umgehen. Das hoffe ich für dich. Du kannst ab jetzt das Einrüstungssymbol verwenden. Berührst du es, kannst du die Wohnung deines Mies-Charakters mit Einrüstungen ausstatten, die du diesem Mies schon geschenkt hast. Ah ja, das heißt, man kann immer wieder tauschen, dann auch zum Beispiel alte Einrüstungen wieder zurückbringen. So, jetzt geht das Ganze schon wieder los von vorne. Fangen wir zu 4 an. Und machen dann noch einmal die Reihe durch, bis alle glücklich sind. Das dauert immer ein bisschen. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gehört, dass Cookie mit mir befreundet sein will. Aha. Wie schön. Ja, also bloß nicht. Mit dem reden, ja, wieso nicht? Durch die Cookie sieht immer so forever alone in seiner überhaupt nicht eingerichteten Wohnung drin. Also, du werdest allen meine Wohnung anpassen. Es ist gut gelaufen, ja, wunderbar. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Das ist doch schön. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Yeah, ich gebe noch ein Dankeschön für Miss. Eine Spieluhr. Na, herzlichen Glückwunsch, Sophie, dass du jetzt mit Cookie befreundet bist. So, Kröte, wie kann man dir helfen? Jetzt haben wir es noch Kröte und Cookie, na, meine, ist alle durch. Guten Abend. So, guten Abend. Ich brauche einen neuen Hut. Einen neuen Hut, aber sofort. Muss mal kaufen gehen, haben nämlich nichts hier. Oh Gott, was haben wir denn? Irgendwas Sickes? Thank you.
Nehmen wir doch mal das hier. Keine Ahnung, ob dir das gefällt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich kann das noch nicht wirklich einschätzen. Aber die Interessen von mir sieht man im Laufe der Zeit. Also, mal schauen. Gefällt es schon wenig, also gut Deutsch, der große Scheiß. Bitte sehr, nein. Steht dir doch. So. Ich habe überlegt, einen grünen, weil das wird dann so grün aussehen. Da dachte ich, nee, nehmen wir mal den. Okay, du kannst ab jetzt das Umziehen-Symbol verwenden. Berühre dieses Symbol, um einen Mii-Hüte und Outfits wechseln zu lassen. Okay. Gut zu wissen. Good to know. So. Cookie, David und Gamer sind hier, was ist die volle Versammlung? Dann gehen wir nochmal mit rein. Guten Abend, was gibt's? Ich brauche einen neuen Hut. Auch du brauchst einen neuen Hut. Muss mal kaufen gehen, haben wir nämlich mal hier. Willkommen. So, haben wir jetzt genau dasselbe, oder wie? Joa, dann gehen wir mal die doch hier ins Hinescappy. Vielen Dank. Bitte, immer doch. Dann geben wir dir das. Weil das ist das Einzige, was einigermaßen irgendwas aussieht von dem Stuff, was sie da hatten. So denn. Das gefällt mir nur ein wenig, ja, aber okay. So, neue Level. Wunderbar, dann bekommst du jetzt auch eine Einrüstung. Anfang war es immer Ausrüstung, Einrüstung. Ich habe keine Ahnung, wir geben jetzt einfach mal... Naturholz. I don't know if you like it. Aber es ist auch ein Geschenk, Alter. Ihr könnt es übrigens auch gerne mal Wünsche in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt sagt, ihr würdet gerne zum Beispiel irgendwelche bestimmte Einrichtungen oder sowas haben. Sagt Bescheid. Dann mach es das. So, ja klar, wir wollen uns mal ein bisschen umsehen. Der Papa ist hier auch rübergewechselt. Da ist so eine Sitzecke, das ist mal ganz gemütlich. Da ist die Tür. Da sind so Büßer. Hier ist ein Sofa mit einer Uhr. Die übrigens komplett falsch geht, aber lell. Dann haben wir hier Pflanzen, Schrank. Irgendwie fehlt mir ein bisschen so dein Esszimmer, ein Kühlschrank und irgendwas, was du zum Überleben brauchst. Aber ja, soweit sieht es da durchaus aus. In der Tat, das ist es. Das Zimmer sieht da soweit ganz angenehm aus. Kann man sich nicht beschweren. So. Avalo. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das hoffe ich, wie immer. Das hoffe ich, dass du das tun wirst. Yeah, es gibt's ein Dankeschön. Haarfarbe-Spray erhalten. Ja, wunderbar. So, sind jetzt alle zufrieden. Nee, einer will schon wieder was hier. Ey, das geht ja immer weiter hier. Guten Abend. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay. Na dann. Den Gamer kann ich mir richtig mit dem Karo-Hemd-Style-mäßigen vorstellen. Weiß auch nicht wieso, aber es ist einfach so. Deshalb, jetzt ging meine Uhr her. Geben ihm nochmal so ein schönes Karo-Hemd. Mal schauen, ob es dir gefällt. Ich habe keine Ahnung. Er gefällt ihm ziemlich gut, das siehste. Und auch er reist ein neues Level. Yay. Und bekommt eine Einrüstung. Die gehen wir jetzt einfach mal kacheln. Wir müssen jetzt gleich nochmal umschauen müssen hier. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen?
Ja klar, das wollen wir machen. So, da ist das tolle Sofa mit der Lampe, so den Kachelstil, alles. Wär's nicht mein Stil, ehrlich gesagt, aber ihm scheint zu gefallen. Oh, da sieht man wieder sein richtig motivierendes Face. Ja, moin. Also, das ist dieser Restaurant hier, um dir was da zu zeigen. Wär's, wie gesagt, nicht ganz so krass mein Style, aber muss da jeder. Selbst entscheiden, was ihm gefällt, ne? Das ist echt beeindruckend. So. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das ist schön, dass ich gut. Und schon wieder öffnet was Neues hier. Das ist ja erst hier eine Allmeldung nach der anderen raus hier rein. Allmeldung. Die Ranglisten wurden nun endlich freigegeben. Okay. Auf diesen Ranglisten kannst du sehen, welche Bewohner sich an einem bestimmten Tag gut oder schlecht fühlen. David, der die Ranglisten erstellt hat, zeigte sich euphorisch. Ah. In Zukunft möchte ich gern alle möglichen Informationen in diesem Ranglistenformat veröffentlichen. Danke fürs Zuschauen. Dann schauen wir nochmal rein in die Ranglisten, bevor wir dann ganz zum Schluss zu dem Brunnen gehen werden. Oh, ich bin am glücklichsten, danach kommt Gamer, dass ich die Rangliste für heute, werden wir uns wie gesagt täglich anschauen. Immer kurz vor dem Ende neben dem Brunnen. Das war die. Für heute. Nehmen wir hin. So, heute machen wir nur noch den Brunnen. Und dann war es das für heute. Erstmal am Morgen. Weil der Part zieht es sonst viel, viel zu sehr in die Länge. So, jetzt geben alles mehr Geld auf. Ich weiß, es könnte was bringen, aber ich sehe das immer recht gern. Wunderbar. So. Ja, na, ihr Leute, das war's dann mit dem heutigen Part. Im nächsten Part geht's weiter und ich sag's nochmal. Gerne eure Mies, du kannst gerne mitspielen. Einfach, wenn Interesse habt, mir euren MicroR-Code per PN über Discord oder WhatsApp schicken, dann bitte unter dieses Video hier einen kurzen Kommentar schreiben, dass ihr mir euren MicroR-Code geschickt habt und dann schreibt noch dazu, über welche Plattform ihr mir geschickt habt. Also über Discord PN oder Twitter PN oder WhatsApp PN. Wisst ihr, was ich meint, ne? Genau. Und deswegen bedanke ich mich soweit. Herzlich zum Zuschauen von dem Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.